So, da sind wir wieder zurück. Keine Angst, ist kein neues Shop-Video. Für alle, die meinen Kanal schon abonniert haben und die Videos gucken. Es geht ganz einfach um den gefallenen Liebesranger. Wie ihr seht, hier sind nicht mehr zu finden. Hier hinten auch nicht. Täglich auch nicht. Liebe und Krieg auch nicht. Genau, und warum nicht? Deshalb. Ich habe ihn mir einfach schon gekauft. Ich wollte eigentlich nur mal kurz zeigen, was ihr bekommt und was ihr dafür tun müsst, beziehungsweise auch was das Ganze kostet. Also das Ganze habe ich mir halt im Shop gekauft für 20 Euro. Sind ja, wenn wir hier mal einfach gucken, bei V-Bucks 20 Euro. Was kriegt man für 20 Euro? Gut, grob, sagen wir mal 2000 V-Bucks. Wenn man natürlich wieder die 1000er Kaufoption kriegt, wir wissen ja selber, desto mehr V-Bucks wir kaufen, desto mehr bekommen wir natürlich auch. Aber darum soll es jetzt eigentlich nicht gehen, nämlich es geht natürlich um den Skin. Was bekommen wir? Genau, wir bekommen einmal gefallener Liebesranger. Genauso bekommen wir dann noch die Schwingen des Gefallenen. Also ich muss echt sagen, die gefallen mir wirklich gut. Die sind auch auf mehrere Skins anwendbar. Also an sich ein Top-Skin. Aber warum habe ich mir das Ganze gekauft? Ganz einfach. Du bekommst für 20 Euro 2000 V-Bucks. Bezahle ich ja sowieso schon. Außer ich hole mir natürlich direkt für 100 Euro V-Bucks. Dann geht die Rechnung nicht ganz auf. Aber ich würde sagen, du bekommst hier einen Skin für 20 Euro. Wenn der im Shop wäre, würdest du auch 20 Euro bezahlen. Wahrscheinlich wäre das Rückenaccessoire dann auch mit da drin enthalten, aber du hast natürlich die 2000 V-Bucks nicht. Denn wenn wir jetzt mal einfach hingehen und gucken hier hinten bei Herausforderungen, dann sehen wir, wenn wir eine Mission abschließen, bekommen wir 100 V-Bucks. Schließen wir 3 ab, bekommen wir 200 V-Bucks. Schließen wir 5 Missionen ab, bekommen wir 300 V-Bucks. Bei 7 bekommen wir schon 400, also jedes Mal, ne? Also wir bekommen einmal 100, dann bekommen wir 200, dann 300, 400, 500 und nochmal 500. Nämlich bei 7 nochmal 400, 10 500 und 14 auch nochmal 500. Sind zusammengerechnet, wir rechnen mal zusammen, 500 plus 500 gleich 1000, 1400, 1700, 1900, 2000. Also, wir bekommen für 20 Euro den Skin, die Flügel, also das Rückenaccessoire, plus 2000 V-Bucks. Eigentlich ein fairer Deal, weil wir bekommen halt, wie gesagt, V-Bucks im Wert von 20 Euro plus ein Skin von 20 Euro plus halt noch das Rückenaccessoire. Rückenaccessoire, habe ich ja gesagt, wird wahrscheinlich dann eh immer dabei sein. Aber im Prinzip haben wir, wenn ihr euch der Skin gefällt, sowieso schon mal 20 Euro gespart. Dann bekommen wir natürlich auch noch hier das Emblem, was wir dann einfügen können. Warte mal, für alle, die nicht wissen, wo das geht. Einfach hier im Spind unten links und da können wir das Emblem dann einlösen. Ich selbst habe es jetzt leider noch nicht. Warum habe ich es noch nicht? Genau, wenn wir nämlich schon mal auf Herausforderungen gehen, hat Epic das ganz geschickt gemacht. Nämlich, schließe Missionsziele ab. Was sind Missionsziele? Genau, es hat nichts mit dem Event zu tun. Also hier könnt ihr Aufgaben machen, wie ihr wollt. Da werdet ihr keine Belohnung für bekommen. Alter Ego. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also wenn der neue Battle Pass kommt, könnte es sein, dass die auch schon mit dazugehören. Da bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher. Aber die täglichen Missionen zählen auch nicht mit rein. Nämlich, es zählen wirklich nur die Missionen rein, die täglich, also in der wöchentlichen Mission quasi reinkommen. Sei es jetzt hier mit den neuen Skins, beziehungsweise Stilen, hier mit dem Stil oder hier die ganzen Battle Pass Geschichten. Bedeutet halt wirklich, ich zum Beispiel muss jetzt warten, bis neue Missionen reinkommen. Ist zwar ein bisschen nervig, aber im Endeffekt, es läuft ja nichts weg. Jetzt ist es natürlich eure Entscheidung, ob ihr euch das Ganze kauft, aber ich persönlich habe es halt gekauft, habe nochmal 2000 V-Bucks, habe einen Skin, der mir eh gefällt, habe noch ein Emblem dabei bekommen und kurze Info natürlich, wenn ihr euch was kaufen wollt, beziehungsweise das Paket kaufen wollt, dann halt gerne meinen Creator-Code benutzen, yt-familyhack. Ich denke mal, das waren jetzt so die wichtigsten Dinge, die ihr wissen müsst über diesen Skin, über das ganze Paket. Also günstiger kommt ihr eigentlich nicht an den Skin dran, der legendär ist, und auch nicht an 2000 V-Bucks. An die V-Bucks alleine kommt ihr günstiger dran. Also das wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ihr bezahlt ja eh 20 Euro, weil wir sehen, wenn wir für 25 Euro kaufen, kriegen wir schon 12% Rabatt, da kriegen wir schon ein Viertel mehr und hier nochmal 35% kriegen wir extra dazu. Also, eigentlich kann man bei der Nummer nur gewinnen, wenn einem der Skin halt, wie gesagt, eh gefällt.
So, dann habe ich mir gedacht, weißt du was, zeige ich euch das Ganze auch mal schnell in-game, weil ich persönlich finde immer, wenn man im Shop einen Skin anguckt, ist das schön und gut. Der gefällt einem von vorne. Die Frage ist nur, wie sieht der Skin in-game aus? Ich persönlich finde eigentlich, die müssten eigentlich wirklich einfügen, dass man entweder im Kreativmodus oder sei es egal wo, man müsste Skins austesten können, ob einem die wirklich gefallen, weil ich persönlich hatte schon einen Skin, welcher war das nochmal? Ja, jetzt geht er natürlich hin. Die eine schwarze, also farbige Tennisspielerin, vom Gesicht her gefällt die mir überhaupt nicht. Allerdings, ich habe ein Geschenk bekommen, erstmal Gruß an der Stelle geht raus. Ingame gefällt mir der Skin top. Ich hätte ihn mir nie gekauft. Aber ich habe den Skin wirklich 3-4 Tage lang am Stück gespielt und war wirklich komplett zufrieden. Also da müsste Epic sich echt mal ein bisschen was einfallen lassen, weil die würden ja auch selbst viel mehr Geld verdienen, wenn die Leute die Skins testen können und denken sich so, oh ja, der ist ja doch ganz nice, das Emote ist nice, das ist nice. Zum Beispiel auch die Rückenaccessoires. Es gibt so viele Rückenaccessoires, die reaktiv sind, aber die Leute nutzen die einfach nicht. Weil sie natürlich nicht wissen, erstens, wie ist die Reaktivtarnung, was macht die überhaupt. Deshalb, also da müsste Epic sich wirklich was einfallen lassen. Weil ich persönlich finde, man müsste alles ein bisschen ausprobieren können, um einfach gucken zu können, was die Tarnung oder der Skin an sich in-game so kann. So, wir fliegen ein bisschen weiter weg. Holly. Ja, eigentlich hätte ich bei Pleasant direkt rausgemusst. Ja, fliegen wir mal zu Holly, dann sehen wir einfach mal, was der Skin so kann. Oder fliegen wir zur Hütte. Ich muss gerade selber überlegen. Und ich sage jetzt schon, jeder, der einen Top-Gameplayer erwartet, den muss ich leider enttäuschen. Der Beste bin ich immer noch nicht. So, fliegen die hier hin? Wo will er hin? Ich sehe ihn gar nicht. Aber ihr seht schon, in-game sieht das Ganze natürlich wieder ganz anders aus, wie wenn wir den einfach irgendwo in der Lobby stehen sehen oder auch so im Shop. Aber von den Bewegungen her müsst ihr jetzt einfach selber entscheiden, ob euch das Ganze gefällt oder eben nicht. Und wenn, ein bisschen Support wäre halt nett von euch. So, dann gucken wir mal einfach. Wie gesagt, man kann mit dem jetzt alles Mögliche ausprobieren. Wir können noch mehr hier, warte mal ganz schnell. Was haben wir denn noch? Zum Beispiel, wenn wir... Ja, die Emotes. Der berühmte Emote-Bug. Aha. Gerade mal so ein paar Emotes ausprobieren. Wieso funktioniert es denn wieder nicht im Controller? So sieht das Ganze halt in-game aus. Wie gesagt, das ist halt einfach nur, damit ihr mal seht, wie das wirklich in-game aussieht. Weil wir sehen ihn halt, wie gesagt, immer nur in der Lobby. Und ich finde, da sieht man den Skin eigentlich nicht wirklich, weil man sieht den Skin halt immer nur von hinten. Aber die war natürlich Werbung mit Gesicht etc. Aber so sieht man halt wirklich mal, wie er aussieht. Und wenn ihr euch fragt, wo, hä, wo hat denn die Pickaxe her? Ganz einfach, die gab es letzte Woche, also letztes Wochenende bei dem Event mit diesem Summer Cup. Dazu war ich ja auch live. Wer dabei war, Gruß geht erstmal raus. War nicht ganz so einfach, weil das Ganze natürlich ein bisschen ping-abhängig war, weil wir mussten ja auf Ozeanien spielen oder Asien. War natürlich auf Dauer ein bisschen nervig. Aber ich denke mal, wir haben uns eigentlich ganz gut geschlagen. 24 Punkte hatte ich. Dafür, dass ich in Anführungszeichen ein Bot bin, geht das in meinen Augen vollkommen klar. Weil wenn ich mir so angeguckt habe, meine Community, da hatten manche dann doch noch größere Probleme. Aber es liegt auch daran, dass manche einfach viel zu offensiv spielen. Auch im Arena-Modus. Ihr müsst lernen, da wirklich ein bisschen defensiver zu spielen. Viele denken halt immer, ja, man kriegt doch Punkte für Kills. Aber Ziel des Spiels ist eigentlich zu überleben. Aber das machen halt wirklich viele leider verkehrt. So, jetzt hat man hier ein bisschen den Loot sortieren. Zack, das dahin. So. Jetzt könnt ihr euch halt, wie gesagt, selber einen Eindruck machen, wie ihr den Skin findet. Und dann könnt ihr mich natürlich gerne supporten. Gruß geht schon mal jetzt auf jeden Fall raus. An jeden Einzelnen, der meinen Creator-Code eingetragen hat. Ich würde gern sagen, wie viele es sind. Aber ich kann auch definitiv sagen, es sind ein paar weniger geworden. Ich kriege zwar mehr Abonnenten, aber ich würde behaupten, entweder weil die meisten inzwischen Creator Code haben, da man ja auf Insta bei 1000 Followern inzwischen auch schon einen Creator Code bekommt,
Viele kaufen sich halt natürlich dann selber Sachen, aber ich denke mal, das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, denkt nur dran, dass ihr auf jeden Fall einen unterstützt, weil es ist halt schade, wenn sonst hat Epic halt gewonnen. So könnt ihr noch einen unterstützen und gut ist. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Video. Ich hoffe, der Skin gefällt euch, wenn ihr ihn auch gekauft habt, weil leider gibt es da, glaube ich, keine Rückerstattung. Also da müsst ihr euch schon wirklich ziemlich sicher sein, ob ihr den kaufen wollt oder nicht. Ich spiele jetzt hier noch in aller Ruhe die Runde zu Ende und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.